Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Ja, unsere Kaka ist rot und deswegen werden wir jetzt erstmal die Dragon Balls suchen. Ja, ich habe geplant, heute eigentlich erstmal die Dragon Balls zu suchen, weil ich schon gerne die Dragon Balls hätte. Einfach nur, weil ich so ein Messi bin und gerne alles besitzen möchte. Nein, sondern aus Gründen der... Wir können Gegner wiederbeleben und mit denen leveln, beziehungsweise irgendwie... Eventuell irgendwann vielleicht nochmal anders agieren? Ich weiß es nicht. Deswegen hoffe ich, dass es nicht so schlimm ist, wenn ich jetzt mal ganz kurz das mache. Weil wir müssen auch leveln. Das Maximallevel ist 250 und da haben wir noch einen ganz schönen Weg vor uns. Und danach werden wir uns, naja, erstmal den Nebenaufgaben widmen. Und dann geht's zu den Cyborgs. Oder zu der Vorbereitung der Cyborgs. Erstmal müssen wir noch was viel Schlimmeres machen. Wir müssen uns nochmal mit Chi-Chi treffen. Das wird nicht spaßig. Aber trotzdem. Ich bin echt gespannt auf die Cyborgs. Ich hab voll Bock drauf. Oh, wenn es nachher in die Saga von Bo geht, ne? Da werde ich nachher gar nichts mehr wissen. Ich kann mich kaum an irgendwas erinnern. Level 44 ist mir noch ein bisschen zu hoch, ehrlich gesagt. Ist mir noch ein bisschen zu hoch, Level 44. Kann ich genau da in diese Richtung schnuppen? Die würde ich auch gerne nochmal, ne? Also, die haben ja auch noch... Da scheint ja irgend noch so ein Sidequest neben zu sein, wenn wir die Großen besiegen. Haben wir ja auch schon gestern erfahren, weil wir ja mit... Ich weiß nicht, das war... Was war das? Mit dem Gehirn gesprochen haben? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das war oder wer das war, der uns da gestern begegnet ist, nachdem wir Nappa und Vegeta besiegt haben, Nappa und Raditz besiegt haben. Kann ich gar nicht genau sagen. Ich frage mich, was passiert, wenn wir ewig unter Wasser bleiben? Einfach tot oder anders? So, hier ist doch, da ist noch einer. Wir sind in die Richtung. Aber dann können wir nämlich eventuell noch den Ginyu... Den Ginyu-Kommandanten... Nee, der, warte mal, der ist ja gar nicht tot. Den können wir ja gar nicht zurückholen. Wer ist denn noch über? Auf jeden Fall Ginyu-Sonderkommando ist doch noch, oder? Gegen wen sollen wir denn noch kämpfen? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, die zu holen. Auf jeden Fall lohnt sich das. Weil das hat ja gestern schon sehr viel EXP gegeben und... Naja, sie sind ja immer noch am Leben. Sie stehen ja jetzt da rum. Eventuell kriegen sie irgendwann wieder Nebenaufgabe, dass wir wieder gegen sie kämpfen sollen. Oder es passiert vielleicht noch was anderes mit denen. Dass wir sie vielleicht, weiß ich nicht, in unser Team holen können? Ich weiß es nicht. Es kann ja sein, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Oder sie erzählen uns irgendetwas total Blumiges oder so, ich habe keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall. So, oh, das ist doch bestimmt wieder ein Yanshu-Quest, oder? Oh, das ist hundertprozentig wieder ein Yanshu-Quest. Oh, Mann, ey. Yanshu. Get alive, ey. Ich hasse Yanshu. Niemand mag Yanshu. Also wirklich, niemand mag Yanshu, oder? Also, ich glaube nicht mal mehr Yanshu mag Yanshu. Pool ist, glaube ich, der Einzige, der Yanshu mag. Ich glaube sonst wirklich keiner. Hat da irgendjemand geredet? Gar nicht gut. Wir müssen auch mal Ausschau danach halten... Wenn da irgendwo steht, oh, dieses Rezept und sowas, dann müssen wir die mal ansprechen, damit wir andere Rezepte bekommen. Damit wir auch ein bisschen kochen können und so. Ein Scheiß. Weil das muss ja auch noch gemacht werden. So, das ist eigentlich ganz gut. Oh, der will sogar wirklich kämpfen. Das ist ja süß. Warte, wir machen erstmal hier. Ach, ich liebe die Explosionswelle. Tu was!
going. Kazala. Keine Ahnung. Ich finde immer, dass das sich anhört wie Kazala. Währenddessen kann man ja auch noch ein bisschen hier Raumschiffe kaputt machen. Dafür kriegen wir immerhin hochwertige Zwiebeln. Okay, wir müssen ein bisschen nach rechts, aber jetzt will ich gerade erstmal ganz kurz das Raumschiff kaputt machen. Ich finde, man kann sich hier gut auch beschäftigen. Klar ist das so ein bisschen, ja, nennen wir es mal eintönig. Aber trotzdem finde ich das eigentlich. So mit den Dragon Balls sammeln, weil du ja auch dadurch diese Kampfleute bekommst. Lohnt sich das schon. Solange das noch da ist, finde ich, lohnt sich das. Deswegen müssen wir es ja auch unbedingt machen. Bin ich noch richtig? Naja, gut. Weiter in die Richtung. Premium Goldhild. Goldhirschfleisch. Komm runter. Da gibt es den Dragon Ball. Ganz in der Nähe von dem Typen. Und der sammelt ihn halt nicht ein. Es ist ihm wohl egal. Und ja, es ist tatsächlich voll der PlayStation 2 Sound, wenn wir die Dragon Balls eingesammelt haben. So, Heiliger Quittenwald. Ich weiß immer noch nicht, wie wir die Bohnen von Meister Quitte bekommen. Da ist immer so ein Bohnensymbol. Ich habe das Gefühl, dass wir das aufsammeln können, aber... Weil normalerweise ist ja ein Symbol da dran, wenn wir irgendetwas machen können, aber Meister Quitte gibt uns ja auch nichts. Ich weiß nicht, ob wir dafür irgendetwas machen müssen, schaffen müssen, oder ob wir das nur mit Son Goku... Wir haben es noch nie mit Son Goku probiert, oder? Wir müssen das vielleicht dann mal mit Son Goku probieren. Ein bisschen nach da. Puh, das war schon zu weit. Ups. Jetzt mal probieren. Ne? Hast du bis auf Gold geschossen? Warum? Hi. Fetten Riesenfisch. Oh, cool. Blau. Aromatisches Kraut. Was, Krillin? Machst du hier Krillin? Was ist das? Achso, das ist wieder so ein Ding. Was macht Krillin hier? Eigentlich müssen wir immer mit denen reden, weil wir kriegen ja mal ein bisschen was von denen, ne? Krillin! Hi. Du wirst nicht trauben, aber Training. Ja, ich möchte gerne nach Meister Quittegeier mal kurz gehen. Und mal mit Son Goku versuchen. Ich weiß nicht, weil das Symbol wird halt noch angezeigt da, so eine Bohne. Und vielleicht ist das ja so ein Heilungsgegenstand. Ich meine, es heilt ja. Und macht satt. Oh, ein Foto, schön. Um den gefährlichen Attentäter Tao Bai Bai zu besiegen, steigt Son Goku den Meister Quitte-Turm hinauf, von dem behauptet wird, dass noch nie jemand seine Spitze gesehen hat. Dort befindet sich angeblich das heilige Wasser, das die Kraft derjenigen, die es trinkt, enorm erhöht. Um Zugang zum heiligen Wasser zu erhalten, muss er jedoch zuerst am katzenartigen Einsiedler Meister Quitte vorbei. Bei dem Versuch, den flinken Meister Quitte zu besiegen, hat Son Goku unbemerkt trainiert und ist stärker geworden. Heiliges Wasser erhalten. This is divine water, isn't it? Well, it's called that, but it's just normal water. I was supposed to take this from Korin as part of my training. Man, that was tough. War das normales Wasser? Ich weiß es nicht mehr. Meister Quitte, wo bist denn du? Kann man das jetzt irgendwie trinken oder so? Das würde mich nochmal interessieren. Was haben wir jetzt? Heiliges Wasser, ne? Hier ist es schon mal nicht. Ich denke mal sowas hier drin, oder? Oder hin? Oh Gott, viel zu viel Zeug. Aber ich sehe kein heiliges Wasser.
Ich sehe aber kein heiliges Wasser. Hm. Vielleicht ist es einfach nur so ein Geschenk gewesen. Okay. Dann gehen wir wieder. Eigentlich können wir gleich ganz zurück. Gizaödnis. Ja, da können wir leider immer noch nicht den Hardcore-Gegner fertig machen. Weil die sind Level 50. Das schaffen wir bei weitem. Das werden wir niemals schaffen. Dafür müssen wir erstmal Cell zusammenschlagen, glaube ich. Also wirklich. Ich glaube, dafür müssen wir erst Cell in die Zelle bringen. Level 50. Ja, das dauert noch. Es sind noch 12 Level. Das ist noch hart. Das ist noch ein hartes Stück Arbeit. Das schaffen wir nie im Leben. Nie im Leben. Ja, hoffen wir. Don't kid yourself, you could never beat me. 10.000. Ist gar nichts. So, wer weiß, was es da noch Schönes gibt? Kann ich zielen. Und auf zum Dragonbull. Kunstvoller Cupcake. Kunstvoller Cupcake. Da an der Spitze, glaube ich, oder? Zumindest ist da was an der Spitze. Okay, es ist nur eine D. Na gut, wir brauchen auch D-Medaillen. Die sind ja... Ich höre den doch schon. Ah, da. War ein bisschen versteckter. So, wir haben alle. Nice. Dann wollen wir mal Shenlong sehen. Den haben wir nämlich schon Shenlong nicht mehr gesehen. Oh Gott. Der war gut. Ich möchte nochmal gegen Nappa, Doboria, Zabon. Ich weiß gar nicht mehr, wer die sind. Ja, wir können jetzt Nappa wiederholen. Ich weiß gerade nicht mehr, wer die sind hier, ehrlich gesagt. Ich glaube, es war der Pinke, ne? Und Zabon war, glaube ich, der sich verwandeln konnte, der Hässliche. Wir holen mal erstmal Nappa wieder. Lass uns mal Nappa wiederholen. Warum steht da eigentlich nur ein Wunsch? Kann man auch mehrere Wünsche haben? Ja, Shenlong nicht mehr gesehen. Hallo. I shall grant one wish, anything that is within my power. State your wish. Was wäre eigentlich nicht in seiner Power? Oder was wäre nicht in seiner Kraft? Er kann ja alle wieder beleben auf der mittleren Ebene. Aber was wäre jetzt nicht in seiner Macht stehend? Was ist das da vorne? Da unten ist irgendwas. Oh, gut, war nur so ein Energiedingstel. Die Kraft der Saiyajin. Ich glaube, das ist seine Nebenaufgabe, oder? Ich glaube, das ist Nappa. Ich glaube, hier haben wir auch gegen sie gekämpft, ne, in dieser Ebene. Na gut, dann wollen wir mal Nappa zusammenschlagen. Also, Happa Happa vom Papa Nappa wird jetzt erstmal hier, ne? Woo. Hallo. Du siehst gar nicht aus wie Nappa. Ich wünschte, wir könnten Son Goku mal was Neues anziehen. Sieht aber gar nicht aus wie Nappa hier. Hallo? Na gut, dann ist es das nicht. Mittlere Ebene. Wen sollten wir dann vielleicht nicht Son Goku? Warte mal, ich glaube, das ist wieder hin und her teleportieren, oder? Das ist doch hundertprozentig hier. Das ist doch hundertprozentig die Ebene neu laden.
Hundertprozentig. Das haben wir schon öfter gehabt, dass da so ein bisschen dann... Dass dann so ein bisschen, dass die noch nicht aufgetaucht sind. Du musst erst die Ebene hier irgendwie neu laden. Oh, hast du noch gar nicht. Nichts. I'm feeling good. Und die Gegenstände hinterher? Bin zu früh losgeflogen? Ach, egal. Scheiß drauf. So, Nappa, bist du da? Best to deal with this now. Nee. Jetzt haben wir Nappa wiederbelebt, aber klappt nicht. Kann ich Vegeta in der Gruppe haben? Mal ganz doof gefragt jetzt. Nee, ne? Nee. Okay, ich gehe mal davon aus, dass das schon wieder irgendein Fehler ist. Na gut, Son Goku-Haus hat noch. Den gehen wir jetzt erstmal zur Capsule Corp. Und nehmen da die Nebenmission an. Und dann gucken wir nachher nochmal hier hin. Ja, eigentlich hätte Nappa da stehen sollen. Bin ich der Meinung. Aber vielleicht müssen wir wirklich Vegeta dabei haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt er auch erst dann, wenn Vegeta dabei ist. In versunkenen Schiffen auf dem Meeresboden sind alle möglichen Gegenstände zu finden. Es gibt versunkene Schiffe? Hä? Na, hast du was für mich? Hey there! Ah, Shangoku, hast du kurz Zeit? Okay, was ist los? Ich wurde gerade von einer Idee für eine neue Maschine wie vom Blitz getroffen. Das Problem ist nur, dass mir Materialien fehlen, um sie zu bauen. Eine Maschine? Was denn für eine? Kann die in 0, nichts Essen zubereiten? Nein, nein, nein. Die macht Klang, wenn sie sich bewegt. Klang? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Nee, nicht. Also angetrieben wird sie von einem hydraulischen System, das... Wow, wow, wow. Ich will hier keine Physikvorlesung erhalten. Ich muss nur wissen, dass du vorhast, eine komplizierte Maschine zu bauen. Ja, die Konstruktion wird recht simpel sein. Aber ich brauche ein paar spezielle Materialien, um sie zu verstärken. Könntest du die Materialien für mich besorgen? Es soll dein Schaden nicht sein. Ein Ultra-Gripsbrot? Ja, klar. Für 70.000 machen wir alles. Entspanntes Genie. Vielleicht haben wir es ja sogar schon da. Na klar, das könnte ich wohl tun. Oh, danke, ich schuld dir was. Ich brauche Folgendes. Totenkopf-Zahnrad haben wir definitiv nicht. Totenkopf-Roboter-Zahnrad. Das sollte alles sein. Aber das, den Seed könnte Probleme machen. Das liegt nirgendwo einfach so rum. Das ist ein ganz besonderes Mineral, das du nur findest, wenn du große Felsen zerstörst. Ich muss also bloß ein paar große Felsen in die Luft jagen. Hm, kein Problem. Los, auf geht's. Okay, gut, das... Was haben wir denn? Time to get collecting. Ja. Silbererz haben wir, aber den Rest halt nicht. Hey. Ultra Power Protein. Dankeschön. Westliche Hauptstadt. Jetzt haben wir Nappa wiederbelebt und es hat sich gar nicht gelohnt. Du warst Shenlong. Hat den gar nicht richtig zurückgeholt. Was ist los mit dem?
An eine Sache mit Bo kann ich mich gerade erinnern. Hat er sie nicht in Schokolade verwandelt und gegessen? Oder entspringt das einer meiner Träume? Hängt einer meiner Fieberträume? Aber irgendwie kann ich mich an sowas erinnern. Okay, den Sieht- und Totenkopf-Roboter-Zahn. Mal sehen, was da auf uns lauert. Okay, es sieht nach dem. Look, that's a cave, isn't it? Der sieht sehr cavig aus, ja. Eindringling entdeckt, muss eliminiert werden. Nee, ich muss einfach nur diese Dinger besiegen. Na klar, das kriegen wir da hin. Locker easy going. Das mal bitte. So. Die haben wir erledigt. Dafür gibt es das Zahnrad. Oder auch nicht. Doch, gibt's doch. Sehr schön. Nein, ist es nicht. Deswegen fliegen wir jetzt weiter. Mensch, Goku, ey, was ist los mit dir? Ach, da dürfen wir noch nicht lang. So. Jetzt sind wir einmal dran vorbeigeflogen. Ja, der Bereich. Ich verlasse den Bereich gar nicht. Lüg mich nicht an, okay? Ich mache auch jetzt ja gerade gleich auch leider erstmal wieder Feierabend. Damit ich die Folge hier hochladen kann, damit ihr sie auch heute noch rechtzeitig seht am Samstag. Und heute Abend spiele ich weiter. Boah, Mensch, Mädels. Gerade eben wollte er das noch machen, dann auf einmal nicht mehr. Ah. Ah, ich habe Piccolo echt gerne dabei. Piccolo ist eine geile Suppe. Jetzt hör mal auf, hier zu heilen, man. Was ist los mit dir? Don't kid yourself. You could never beat me. Der nervte. Okay, das war jetzt ja eigentlich ein großer Felsen, ne? Da glänzt sogar tatsächlich was. Weil er sich gemerkt hat, dass er einen großen Felsen aufsammeln musste. Denn sieht. Puh, das müsste es sein. Das war echt umständlich, um das Ding zu kommen. Zahnräder sind eine Sache, aber ich hätte nie. Ich nicht gedacht, dass Steine so schwierig zu finden wären. Alles klar, ich sollte besser zu Dr. Briefs zurückkehren. Das machen wir doch gleich geschwind. Ja, er teleportiert sich hin, geht schneller. Okay. Und dann gucken wir gleich nochmal zu dem zu Nappa. Wir müssen noch. Das müssen wir in der Folge noch machen. Wenigstens nochmal nach Nappa. Ich hoffe ja, dass er da ist. Ich meine, seine Erdmännchen stehen da ja. Seine Pflanzenmännchen da. Die stehen da ja, aber Nappa ist halt nicht da. Der ist halt irgendwie nicht wiedergekommen. Weiß ich nicht. Aber gut, 70.000. Nicht viel. Gut gemacht. Und jetzt Wissenschaft! Yep. Jetzt kann ich etwas besonders Tolles fertig machen. Oh, was für eine Maschine willst du denn bauen? Was für eine? Es wird eine super Musikmaschine. Musikmaschine? In der Tat, ich habe sie so entworfen, dass sie dreidimensionale Musik spielt und dazu tanzt. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten mit der Rhythmussynchronisierung, aber mit diesen Materialien kann ich endlich... Okay, alles gut. Oh, sicher?
Ich hatte gehofft, du würdest was Cooleres bauen, zum Beispiel ein Fahrzeug. Haha, das wäre zu einfach gewesen. Ich lasse hier meinen kreativen Muskeln spielen, sozusagen. Aha, alles klar. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Jedenfalls bin ich dir dank dir einen Schritt näher an meinem Ziel. Vielen Dank. Aber selbstverfreilich. Vielleicht ist sogar ein Level-Up drin. Who knows? Eine Medaille ist schon mal drin. Eine Medaille drin ist immer gut. Dr. Reeves. Kannst du mir eigentlich was bauen? Okay. Hätte ja sein können, dass er mir vielleicht doch was bauen kann, weil ich habe ja immer noch die Möglichkeit, irgendetwas zu bauen. Sonst würde ja diese Community erschaffen oder wie das da heißt, würde ja nicht da sein. Würde ich mal so ganz grob behaupten. Was macht Gott eigentlich? Berserker, Z-Kugeln, Gegenstände nach dem Kampf. Das wäre eigentlich auch ganz gut, ne? Wegen Gegenstände. Hier, Entwicklung. Aber gut, vielleicht. Vielleicht kommt das ja auch irgendwann nochmal. Irgendwann. Well, I don't know about that, but I do know your mother's the best of us all. Geniale Familie. Was hast du sonst? Stolzer Schwiegervater. Brauchen wir noch Schwiegervaterkram bei. Maximale Maschinenstufe. Erfolg beim Bau. Was für Maschinen kann ich bauen? Das finde ich so doof. Ich weiß es nicht. Okay, wir gehen jetzt noch einmal ganz kurz gucken, ob Nappa jetzt endlich vielleicht aufgeploppt ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht. Müssen wir irgendwann mal immer mal wieder hingucken. Was ein bisschen doof ist. Ich würde ja gerne. Hätten wir vielleicht, bevor wir alles andere gemacht haben, machen sollen. Wo wir noch Freizeit hatten. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in der Story drin. Aber gut, solange die Dragon Balls da sind, können wir sie suchen und dann können wir sie wiederbeleben, solange wir wiederbeleben können. Wir brauchen nicht wirklich Geld und wir brauchen, glaube ich, bis jetzt auch nicht wirklich Kugeln. Und mysteriöse oder seltene Gegenstände brauchen wir auch eigentlich nicht wirklich. Deswegen eigentlich ist es nur zum Wiederbeleben und zum Kämpfen da. Aber wie gesagt, entweder ist er da wieder nicht. Nee. Ist auch nicht da drunter oder so, ne? Nee. Ja, dann kann ich mir höchstens so vorstellen, dass. Stirb! Dass wir entweder mit Vegeta hier als Charakter hin müssen, weil Nappa und Vegeta ein Pärchen sind oder so. Ich kann ja nochmal die wir jetzt haben, einfach mal durchtauschen. Es wäre zwar schön, wenn da immer was. Lässt sich nicht mal mehr verändern. Vielleicht ist es auch einfach gerade derzeit nicht die Zeit. Vielleicht ist es einfach nicht die Zeit. Schade. Na gut, für die ist das die Zeit hier. Nein, danke. Jetzt sind wir ein bisschen zu stark. Na gut. Ja, haben wir eigentlich nur noch was bei. Bei Son Gokus Haus eine Nebenaufgabe. Aber die mache ich jetzt nicht mehr. Die mache ich nachher, heute Abend. Wenn ich nochmal wieder zocke. Jetzt muss ich erstmal, ne, dass das rechtzeitig fertig wird. Und was essen. Was essen muss ich auch noch. Ja, wenn man von der Arbeit kommt und Hunger hat und dann sich denkt, ah, lieber Dragon Ball zocken anstatt essen, dann ja. Jetzt war jetzt gern Nappa fertig, aber ich gehe da mal davon aus, dass wir die anderen eventuell auch nicht, weil das waren ja auch eigentlich alles Vegeta-Charaktere, ne? Zabon und der andere, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, waren ja eigentlich. Was hat sie jetzt gesagt? Ich habe da unten jetzt ehrlich gesagt nicht aufgepasst. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was sie gesagt hat. Ich war damit so beschäftigt, dass ich mir dachte, so, oh nee, ein Yanchu-Quest. Können wir ihn nicht einfach jetzt töten?
nicht. Wir können ihn nicht töten. Naja, gut. Okay, dann stelle ich mich jetzt hier hin in der Front von Yan Shu, damit er genau weiß, dass ich jetzt gehe. Und ich hoffe, wenn wir bei Chi-Chi sind, kriegen wir andere Klamotten. Das ist ja furchtbar, was wir anhaben. So, ich bin jetzt aber erstmal raus. Wie gesagt, heute Abend spiele ich weiter, damit ihr jetzt diese Folge rechtzeitig seht. Und dann gehe ich was essen und dann werden wir, wenn die Dragon Balls wieder auftauchen, Dragon Balls sammeln und Yan Shu da unten machen. Da freue ich mich jetzt schon gewaltig drauf. Und mal sehen, was Chi-Chi jetzt zu sagen hat. Das wird, glaube ich, nicht lustig. Ich glaube, sie ist der gefährlichste Gegner hier von allen. Okay, ich bin jetzt aber raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.